willkommen zum ersten Video von mir von Kena Bridge of Spirits. Ich habe das schon ein paar Minuten angetestet, um die Gamepads mal durchzuprobieren. Mein PlayStation 4 Gamepad und PlayStation 5 Gamepad. Das Xbox neue Gamepad funktioniert nicht, nur das Xbox One Gamepad funktioniert irgendwie. Ja, eingestellt, zu den Grafik-Settings mal ganz kurz, 4K, DirectX 12. Gibt nichts mehr weiter einzustellen, das Spiel läuft ziemlich smooth. Den Mauszeiger geht aus dem Weg, so, wenn der nicht von alleine weggeht. Ja, möchte ich tatsächlich. Das hier ist normal, leicht, sehr leicht. Ich versuche es hier mal auf schwer. Und super schwer, aber das ist noch nichts für mich. Das Spiel läuft, also die Sprachausgabe ist in Englisch, die kann man nicht umstellen. Man kann das, also die Untertitel umstellen, die sind auf Deutsch. Wer Englisch verstehen kann, der hört bitte den Gesprochenen zu. Wer kein Englisch verstehen kann, liest die Untertitel. Ich denke mal so, das erste Mal werde ich so eine halbe Stunde machen. Danach eine Stunde, ich weiß gar nicht wie lange das geht, 15, 16, 17, 18 Stunden das Spiel. Mit dem Gamepad dann, ah, jetzt zeigt das hier was an. Schöne Lichtspiele. Vielleicht hätte ich das Licht, die Helligkeit doch ein bisschen höher stellen sollen, die kommt schon düster. Da geht's lang. Man kann sich ja so nicht verlaufen. Sehr schweres Türrätsel. Irgendwie zieht die Kamera nach, als ob der rechte Analogstick nach links zieht. Also damit quasi die Kamera so nach links dreht. Wow! Da ging es runter. Suffering here, Spirit. Do you need help? You know nothing of suffering. This is my home, my village. Turn back, Spirit Guide. Hier anrasten kann man rechts ins Stick. Das Feuer da so aufgeleuchtet hat, nehme ich mal an, ich muss hier so ein Ding machen. Ja.
komm schon, Spiel auf das Rätsel wäre ich jetzt auch noch gekommen. Also die Lösung sozusagen. Beim Blattwerk da schon ein bisschen Mühe gegeben, hier muss man sagen. Ach, leuchtende Steine. Schon sind sie wieder weg. Bei den Cutscenes werde ich mich dann mal muten, so wie jetzt. Ja, für die, die beim dritten Schalter da noch nicht gemerkt haben, dass ich hier das hier machen muss. Na, du wirst vermutlich eh noch nächstes Jahr rumhüpfen, wenn ich das hier mache.
Leuchtreklame. Tanzen, küssen, drei Animationen. Hier kommen ein paar mehr, nee, glaub nicht. Nur wie sie sich freuen. Das hätte ich jetzt noch nicht gedacht, dass ich zu dieser Truhe hin kann, um sie zu öffnen. Nass geworden. Aber jetzt ist er nass geworden. Oh, Level up. Okay. Ob sie bekifft wären. Und er richtet das schon wieder. Das sieht schon geil aus. Mit dem Wasser. Könnten sich ja mal die Bethesda-Spiele einzeln abschneiden. Also eine Scheibe.
Sie sind bereit, sehr schön, aber gerade so unpassend angezeigt hier. Danke. Das war's schon. Hier noch was. Ja, Kleiner, zeig mir den Weg. Ziemlich nichts falsch machen hier. Aber auf der anderen Seite war noch ein Weg. Oh, voll die Sklavenarbeit hier. So. Ist hier noch was? Was für eine verfressene Bande. Hat's was gebracht? Anscheinend nichts. Ja, ich habe zum ersten Mal schon begriffen, dass ich hier hoch muss. Da gibt es also noch ein bisschen mehr Währung von was auch immer. Eine Abkürzung wofür? No, Kleine, da waren wir aber schon, hm? Ne, zu voll und latscht da nicht mehr hin. Cannot see.
must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. Sollte das so besser teilen. Mhm. Ich muss mir die Energie wieder geben, können, verdammt. Nicht unterbrechen, also canceln, um dann das Schild zu nutzen. Ist schon wieder zu früh, verdammt. Look very strong. Do you know who that spirit was with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the gross poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Ernsthaft, du musst tatsächlich im Gespräch weiterklicken. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Taro and we'll take you to the mountain shrine. Woohoo! Come on, our village is this way.
ja schon mal Bombe aus, diese Einsicht. Der Weg hier war umsonst. Ja, auch sich gut von. Wo war ein Pilzhub verfügbar? Gut, ich würde sagen, für das erste Video langt das hier auch schon. Und hoffe, man sieht sich dann im zweiten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da, ein Abonnement oder auch einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal.